Diana Keegan. Schlechte Erfahrungen. Ja, bei Auseinandersetzungen. Wenn es zu einem Konflikt kommt, gerade in solch kritischen Momenten, in denen es um Leben oder Tod geht, da verspürt man schon eine leichte Einsamkeit. Das Leben eines Yakuza-Paten ist geprägt von schweren Entscheidungen und der Bewältigung ihrer Folgen. Für Takahiko Inoue beginnt jeder Tag mit einem Gebet. Ankleiden für die morgendliche Zeremonie. Außerhalb dieser Räume darf niemand seine prachtvollen Tätowierungen sehen. Sie sind das kunstvolle Erkennungszeichen der Mitglieder der Yakuza. Mehr als 80.000 Menschen gehören dieser mächtigsten kriminellen Organisation der Welt an. In 22 Vereinigungen teilt sie die Unterwelt Japans unter sich auf. Takahiko Inoue gehört zur Führungsriege der drittgrößten Yakuza-Vereinigung, der Inagawa Kai. Seit über 60 Jahren beherrschen ihre 16.000 Mitglieder große Teile der Unterwelt Japans. Eine widersprüchliche Welt voller Gegensätze und Gefahren. Das Alter von 40 Jahren bezeichnet man bei uns in Japan als das Jahr des großen Unheils. Und damals, als ich 40 Jahre alt wurde, ging ich zu einem Schrein, um eine Reinigungszeremonie gegen dieses Unheil durchführen zu lassen. Das war der Beginn meines Mönchlebens. Zunächst habe ich beide Rollen gelebt, aber später überlegte ich mir, ob ich mein Yakuza-Leben nicht aufgeben und stattdessen nur noch Mönch sein sollte. Ich besprach dieses Problem mit meinem buddhistischen Lehrmeister und er meinte nur, ich solle doch ruhig weiterhin ein Yakuza bleiben. Auch frühere Feldherren, wie der berühmte Takeda Shingen, qualifizierten sich als Mönche, obwohl sie in einer Zeit voller Kriege lebten, meinte mein Lehrmeister. Deshalb sollte auch ich als Yakuza und als Mönch weiterleben. Boss Inoue pflegt die Traditionen. Persönlich leitet er die Beerdigungszeremonien für getötete Gangmitglieder. Die Angst vor Angriffen anderer Yakuza-Banden oder der Polizei sowie Mystik und Geisterglaube bestimmen das Leben eines Yakuza Tag für Tag. Schauen Sie hier, diese Kerze hat durch mein Gebet die Gestalt eines Drachen angenommen. Und so sehen sich die Yakuza, wie ein mächtiger, unsichtbarer Drache. Kabukicho liegt wie eine Insel inmitten der pulsierenden Metropole Tokio. Es ist der größte und berüchtigste Rotlichtbezirk der Stadt. Hier kann der Japaner das finden, was in diesem Land offiziell nicht existiert: Prostitution, Drogen und Glücksspiel. Hier treffen zwei gegensätzliche Welten aufeinander: die der normalen Bürger und die der kriminellen Geschäftemacher. Die japanische Polizei hält sich zumeist im Hintergrund. Denn die Gangster, die hier regieren und ihr Geld verdienen, regeln die Probleme unter sich. Auf dieser Sündenmeile werden die Träume und Sehnsüchte vieler Japaner erfüllt. Jeder Strichjunge sieht aus wie eine Manga-Figur. Und jede Hure wie ein Schulmädchen. Auch wenn Prostitution in Japan offiziell verboten ist, sorgen Männer in schwarzen Anzügen dafür, dass jeder Wunsch des Kunden auch erfüllt wird. Mit dieser halbseidenen Welt möchten nur wenige Japaner etwas zu tun haben.
außer man ist hier als Freier oder als Kundin unterwegs. Clanchef Inoue will sich heute Abend im Kreise seiner Freunde entspannen und von den guten alten Zeiten erzählen. Ich bin auf der Insel Kyushu geboren. Mein Bruder hatte damals, als ich gerade 17 Jahre alt war, in Yokohama als Hafenarbeiter gearbeitet. Durch ihn bekam ich dann auch einen Job als Hafenarbeiter. Das war 1964. Unser Vorarbeiter machte uns immer dumm von der Seite an, schimpfte und brüllte. Er meinte, dass wir viel zu langsam und nicht ordentlich genug seien. Und da platzte mir irgendwann der Kragen. Und ich fing eine üble Schlägerei mit ihm an. Dabei schlug ich ihn so heftig, dass ein Wirbel in seinem Hals einen Riss bekam. Er wurde dann sofort ins Krankenhaus gebracht. Später kamen mehrere Yakuza und schleppten mich und meinen Bruder mit in ihr Büro. Der Boss dort meinte dann, dass ich die Behandlungskosten des Vorarbeiters bezahlen muss, da ich ihn ja in diese Situation zwischen Leben und Tod gebracht habe. Das waren damals so um die 4 Millionen Yen. Inoue hatte natürlich nicht so viel Geld. Und so wählte er zur Wiedergutmachung eine alte Yakuza-Tradition, das Abhacken einer Fingerspitze. Schon seit Jahrhunderten existiert dieses martialische Ritual. Es bedarf des Mutes und innerer Stärke, um sich selbst zu verstümmeln. Ich setzte dann den Meißel hier am Finger an und schlug mit dem Hammer drauf. Wir hoben ihn auf und wickelten ihn in ein Taschentuch. Dann gingen wir zum Yakuza-Büro, um den Finger dort abzuliefern. Der Boss war total erstaunt, dass ich als ganz normaler Bürger so weit gegangen war. Und dann erließ er mir meine Schulden. Genzo Mizuhara ist ein treuer Gangstergefährte und ein guter Freund. Auch er ist Boss eines Yakuza-Clans. Ich habe das Gefühl, dass man im Ausland uns Yakuza immer als Mafia wahrnimmt. Ist das tatsächlich so? Ich denke, es gibt eigentlich zwei verschiedene Arten der Yakuza. Einmal die, wie Menschen aus dem Westen sie sehen, und einmal die, wie wir Japaner sie sehen. Das bedeutet, dass Yakuza eben nicht gleich Yakuza sind. Stimmt. Es gibt ja auch zwei verschiedene Arten von Menschen. Wahre Yakuza sind, finde ich, wie Bühnenassistenten. Menschen, die für den Hauptdarsteller sogar ihr Leben opfern würden. Und dann gibt es noch die Menschen, die Angst vor dem Sterben haben und die ihr Leben niemals weggeben würden und dabei doch immer im Vordergrund stehen wollen. Sich im Dunstkreis eines mächtigen Yakuza-Bosses zu bewegen, gibt den einfachen Geschäftsleuten ein sicheres Gefühl. Takahiko Inoue behauptet, das Leben eines wahren Yakuza zu führen. Um so ein mächtiger Boss zu werden, durfte auch er vor keiner Gewalt zurückschrecken. Gewalt gehört zum Leben eines Gangsters, auch wenn er sich oft wie ein Gentleman gibt. Offensichtlich besteht da ein sehr großes Missverständnis. Auch wenn es heißt, dass wir uns oft prügeln würden, so prügeln wir uns doch niemals ohne Grund. Es gibt Menschen, die lassen sich nicht einschüchtern oder gar erpressen. Mit 74 Jahren empfindet Teruo Miyamoto gegenüber den Yakuza eine große Wut. Sein Ziel war immer nur, in Ruhe ein nettes Restaurant zu führen. Mehr nicht. Als Miyamoto sein erstes Restaurant im Süden Tokios eröffnete, gab es sehr schnell Probleme mit den Yakuza-Banden aus seiner Umgebung.
Ich halte nun schon seit 48 Jahren an meiner Geschäftsphilosophie fest. Niemand hat das Recht, einen Menschen bei seiner Arbeit, mit der er das Geld verdient, um sich ernähren zu können, zu stören. Alle Bürger haben eigentlich Angst vor der Yakuza. Mich hassten die Yakuza, weil ich sie immer geschickt vertreiben konnte. Ich behauptete einfach, die Küche hätte schon geschlossen oder dass wir nach 24 Uhr kein Alkohol mehr ausschenken. Irgendwann, es regnete an diesem Tag sehr stark, schloss ich mein Restaurant um 3 Uhr in der Früh und fuhr mit meinem Fahrrad nach Hause. Plötzlich rief jemand: "Glaub ja nicht, dass du uns Yakuza so behandeln kannst." Und schlug mich von meinem Fahrrad herunter. Wir kämpften. Er griff mit beiden Händen bei mir fest, an den wunden Punkt aller Männer, und biss mir sogar in den Bauch. Ich habe dann wohl für 10 oder 20 Minuten das Bewusstsein verloren. Irgendwie hatte ich meine Daumen in die Augen meines Gegners gestoßen. Dann verschwand er. Miyamoto musste handeln, um seinen Besitz noch besser zu schützen. Niemals wollte er sein verdientes Geld mit den Yakuza teilen. Und er fand eine effektive Lösung für sein Problem. Miyamoto gründete in Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und der Polizei mehrere Initiativen zur wirkungsvollen Bekämpfung der Yakuza. Er war einer der ersten, der sich mutig den Mitgliedern der Gangsterbanden entgegenstellte. Jahrelang wurde er von den Yakuza mit unzähligen Drohungen und roher Gewalt eingeschüchtert. Miyamoto eröffnete erneut ein Restaurant an einem anderen Ort, aber die Bedrohungen blieben. Am Tag der Eröffnung meines neuen Geschäfts kamen sehr viele Leute. Und plötzlich fuhren zwei ausländische Autos vor. Ich schaute nur kurz hin und sah sofort, dass es Yakuza waren. Ich rannte zum Eingang und verweigerte ihnen den Zutritt. Sie meinten, sie wären doch nur zur Begrüßung gekommen. Ich lehnte das jedoch ab und schickte sie fort. In der folgenden Nacht brachen sie mit einem Stein die Hintertür zur Küche auf und zerrissen alle Kleider der Mädchen in der Umkleide, verteilten den Inhalt des Kühlschrankes im Raum und zerstörten das ganze Geschirr. Die Polizei wurde später gerufen. Die nahmen Fingerabdrücke und so weiter, konnten aber nichts herausfinden. Damals wurde der Stadtteil Kawasaki auch oft als Sammelort der Yakuza bezeichnet. Seitdem stehe ich jeden Tag am Eingang meines Geschäfts und verweigere den Mitgliedern der kriminellen Banden den Zutritt. Ich mache das bis heute, obwohl ich weiß, dass mein Leben dabei immer auf dem Spiel steht. In Kitakyushu im Süden Japans erledigt Yakuza-Pate Kenichi Uetaka wichtige Einkäufe immer gerne selbst. Seit 30 Jahren regiert der freundliche Herr mit der Unterstützung seines Clans die Unterwelt der Stadt. Und immer in seinem Schatten Leibwächter Masayuki Hirano. Eine wichtige Zeremonie steht an. Und dafür benötigt Chef Uetaka diverse Utensilien. Wie edles Papier und feine Pinsel. Auch Yakuza-Bosse lieben die japanische Kunst der Kalligrafie. Der ehrenvolle Umgang mit den jahrhundertealten Traditionen ist für die Yakuza Gesetz. Hinter der Fassade von Gelassenheit und Souveränität verbergen sich jahrelange Kämpfe um die Vorherrschaft in der Stadt. Und obwohl heute keiner aus seiner kriminellen Bruderschaft ihm seinen Herrscherthron streitig macht, werden die Zeiten auch für so einen erfahrenen Yakuza-Boss immer schwieriger.
Obgleich ein hochrangiger Krimineller, legt Uetaka großen Wert auf Etikette. Edle Maßanzüge, luxuriöse Autos und eine eigene Geheimsprache. Wenn die großen Männer der japanischen Unterwelt unterwegs sind, demonstrieren sie gerne ihren Status. Sie sind stolz auf ihre Erfolge in der kriminellen Welt. In meiner Jugend wohnte in meiner Nachbarschaft ein Yakuza, der die Universität abgeschlossen hatte. Da er einen Universitätsabschluss hatte, musste er ja intelligent sein und war dadurch so etwas wie ein Vorbild für mich. Kita Kyushu war schon immer ein übler Ort. Diese Gegend ist so übel, dass sie in Japan genau dafür auch sehr berühmt ist. Und gerade weil das hier so ein übler Ort ist, bin ich dann auch in die Welt der Yakuza eingetreten. Ich war schon im Teenageralter viel mit meinen Leuten unterwegs und wir waren so etwas wie eine kleine Gangsterbande. Ich dachte mir, dass das nicht so weitergehen kann und überlegte mir, dass wir dann wohl in eine große Yakuza-Organisation eintreten müssten. Mein Vorbild zeigte mir ja, dass man auch ein Yakuza sein kann, wenn man die Universität abgeschlossen hat. Ach, was haben wir doch für ein Glück, dass die uns jetzt gerade stoppen. Schöner Zufall. Sehr gut. Bitte entschuldigen Sie die Störung. Führerschein und Papiere, bitte. Wenn die unseren Wagen sehen, halten sie uns immer an. Auch wenn sie ansonsten niemanden anhalten. Das ist schon ein wenig diskriminierend. Die Gründe sind meistens nur Führerscheinkontrollen. Sie fragen uns auch, wohin wir fahren. Da das nun mal ihr Job ist, kooperieren wir natürlich immer. Aber ich finde, dass sie ihre Zeit verschwenden. Also nicht verraten, dass wir hier einen Film machen, ja? Ja, verstanden. Bitte entschuldigen Sie die Störung und einen schönen Tag noch. Das ist die japanische Polizei. Die waren jetzt auch nur höflich, weil ich dabei war. Wenn sie meine Gefolgsmänner kontrollieren, ist ihre Ausdrucksweise und ihr Verhalten immer ganz anders. Völlig blödsinnig das alles. Da weiß man bald kaum noch, wer eigentlich zur kriminellen Vereinigung gehört. Ah, jetzt die Kriminalpolizei. Du sagst nichts. Ja, okay. Wenn sie nach dem Führerschein fragen, einfach hergeben. Tag. 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 Oh, heute sitzt jemand mit einer Kamera bei Ihnen. Geben Sie ein Interview? Nein, nein, nein. Die Leute aus dem Ausland interessieren sich für euch. Und ob ihr euren Job ordentlich macht. Wie, wirklich? Sie schauen eben, ob ihr nichts Verbotenes macht. Na, das wisst ihr doch. Zum Beispiel illegales Tragen von Waffen, Trunkenheit am Steuer, Gewaltverbrechen und andere Gesetzesübertretungen. Damit habt ihr es ja letztens auch wieder gehabt. Das war doch einer von eurer Polizeiwache, oder? Hat sich doch in ein fremdes Haus geschlichen und einem Schulmädchen die Hand unter den Rock geschoben. Dafür habt ihr ihn doch verhaftet, oder? Ja, aber wir haben ihn vor seiner Kündigung festgenommen und haben ihn dann zur Kündigung aufgefordert. Wir machen das schon richtig. Klar, aber das hat er doch noch vor seiner Kündigung getan, oder? Es gibt eben Leute wie Sie, Herr Uetaka, die unsere Befragung akzeptieren und andere, die sich wehren. Ja, ich wehre mich nicht. Und wir haben in der Nähe ja auch unsere Behörde, zu der wir Sie sonst bringen könnten, um zum Beispiel eine Leibesvisitation zu machen, um zu schauen, ob Sie nichts Gefährliches oder Verbotenes bei sich haben. Jetzt hören Sie mal. Die Leute hier sind gerade beim Arbeiten. Und wenn Sie sie weiterhin bei der Arbeit stören, werden sie eine Beschwerde bei Ihnen einreichen. Ich möchte nicht noch mehr Zeit hier verschwenden, verstehen Sie? Ja, ja, ich verstehe das. Warum sagen Sie das denn nicht gleich? Sie müssen auch immer das letzte Wort haben, was? Ach, was? Eigentlich sollte das noch so sein wie früher. Viel geschmeidiger und reibungsloser, oder? Na, dann hoffen wir auch das nächste Mal wieder auf Ihre Kooperation. Natürlich kooperiere ich. Meine Kooperation ist schließlich angepasst an euch. Ja, wir verstehen das. Also dann, bis zum nächsten Mal. Sehr unhöflich, oder?
Auf den ersten Blick wirkt Kitakyushu wie eine ruhige Hafenstadt in der Provinz. Der jährliche Polizeireport deckt das wahre Gesicht der Einmillionenstadt auf. Sie ist der kriminelle Brennpunkt auf der Insel Kyushu. Hier regiert der Yakuza-Clan der Kodokai mit eiserner Hand. Die Polizei bezeichnet sie als eine besonders schändliche Vereinigung. Ihre Mitglieder betreiben Schutzgelderpressung, Drogenhandel und schrecken auch vor Morden nicht zurück. Nach Meinung der Yakuza jedoch sind es die japanischen Medien und die Polizei, die für jedes Verbrechen immer nur sie verantwortlich machen wollen. Auch Boss Uetaka gehört mit seiner Familie zum Clan der Kudokai. In den vergangenen Jahren haben sich die Arbeitsbedingungen für die Yakuza dramatisch verändert. Neue, strengere Gesetze zwangen die Gangster zum Handeln. Bisher war es so, dass alle unsere Namen in den Büros aushingen. Wer der erste Boss ist und wer der zweite ist und so weiter. Aber da die Polizei uns Yakuza so vieles nun verbietet, machen wir das jetzt nicht mehr so. Jetzt halten wir unsere Namen geheim. Daher ist es schon möglich, dass wir uns zu einer Art Mafia entwickeln werden. Ob das ein Vorteil oder ein Nachteil für die japanische Gesellschaft ist, dazu hat Uetaka seine eigene Meinung. Früher wusste die Polizei, wer was in Japan gemacht hat. Und ich glaube, dass dies schon vorteilhaft für ihre Arbeit war. Aber jetzt kennen sie keinen Namen und wissen auch nicht mehr, wie viele tatsächlich in den Organisationen sind. Oft beginnen Gangsterkarrieren dort, wo andere enden, in den Gefängnissen. Chef, darf ich antworten? Ja, du darfst. Nun, ich war Insasse in einem Gefängnis. Dort habe ich meinen jetzigen Boss, Herrn Uetaka, zum ersten Mal getroffen. Da ich früher schon einige Leute kannte, wusste ich natürlich in etwa, wer die Yakuza und die Kudokai sind. Im Gefängnis erzählte mir dann Herr Uetaka viele Geschichten und lehrte mich in Sachen Etikette. Nachdem ich aus dem Gefängnis entlassen wurde, war ich immer noch sehr fasziniert von Herrn Uetaka. Und nach vielen Überlegungen entschied ich mich, seiner Organisation beizutreten. Natürlich auch, um meine Mannesehre dadurch zu steigern. Der Yakuza-Clan wird für ein neues Mitglied zu einer Art Ersatzfamilie. Der Boss des Clans ist der Oyabun, er ist der Vater. Die Untergebenen, die sogenannten Kobun, sind seine Söhne. Aber nicht viele kümmern sich um ihre Kobun wie ein Vater. Oyabun Uetaka ist hier eine Ausnahme. Er versucht, Masayuki Hirano alles beizubringen, was er selbst bereits in reinster Perfektion beherrscht. Zum Beispiel das kunstvolle Falten von Papierschmetterlingen. Sie symbolisieren die intime Vereinigung von zwei Menschen für den Rest ihres Lebens. Ein uraltes Symbol des Shinto, welches heute nur noch sehr selten gebraucht wird, außer bei den Yakuza. Die Yakuza-Zeremonie für eine Verbrüderung wird an einem geheimen Ort abgehalten. Für Sohn und Protégé Hirano steht eine entscheidende Prüfung an. In wenigen Stunden darf er die Rolle des Zeremonienmeisters bei dieser traditionellen Zeremonie übernehmen. Bei diesem Ritual muss jede Bewegung genauestens ausgeführt werden. Alles hat eine tiefe Bedeutung. Der jüngere Bruder von Uetaka ist als einer der Zeugen des Rituals geladen. Geduldig erklärt der Oyabun seinem Sohn noch einmal, wie wichtig es ist, der absoluten Perfektion so nah wie möglich zu kommen. Und dies bei jeder noch so unscheinbaren Kleinigkeit. Das Salz symbolisiert Wasser in reinster Form. Es soll den Raum reinigen. Der göttliche Sake, der Reiswein, ist eine Opfergabe. Bei dieser besonderen Zeremonie wird ein Nicht-Yakuza, ein Katagi, verbrüdert. Tetsu Tanimura ist dazu bereit. Dennoch wirkt er angespannt und nervös.
Die Zeremonie kann beginnen. Aber vorher noch eine kurze Zigarettenpause. Wir haben uns heute versammelt, um ein traditionelles Ritual zu zelebrieren. Ich, Masayuki Hirano, habe die große Ehre, diese Zeremonie zur Erreichung einer gleichwertigen Bruderschaft ausführen zu dürfen. Ich werde sie in der mir bekannten Form abhalten. Tetsu Tanimura ist 65 und seit vielen Jahren mit Yakuza-Boss Uetaka eng befreundet. Vor einigen Monaten haben sich die zwei alten Freunde entschlossen, diese traditionelle Form ihrer Bruderschaft zu wählen. Wie Boss Uetaka sein Geld verdient, war für Nicht-Yakuza Tanimura nie ein Problem. Wenn Sie sich für diese Bruderschaft entschlossen haben, trinken Sie die Schalen bitte in einem Zug leer und verwahren Sie diesen Eid tief in Ihrem Herzen. Jetzt vereinigen sich die beiden Männer mit den Göttern. Sie trinken die Opfergabe. Die neuen Brüder werden diese Schalen bis zu ihrem Lebensende aufbewahren. Sollte ihre Freundschaft einmal zerbrechen, so werden sie auch diese Schalen zerschlagen müssen. Herzlichen Glückwunsch! Wenn man eine Bruderschaft beschließt, reicht es ja eigentlich, wenn man dies mündlich macht. Aber wenn man die Blutsbruderschaft so beschließt, wie es die Samurai früher getan haben, dann fühlt es sich viel ehrlicher an und man spürt richtig, dass man sich nun ebenbürtig ist. Ich bin sehr froh darüber, diese Zeremonie durchgeführt zu haben. Hiermit fand ich nun meinen einzig wahren Bruder. Ich bin gerade sehr glücklich. Am nächsten Tag führt Clanchef Uetaka seinen neuen Bruder Tanimura zum örtlichen Friedhof. Hier liegen Uetakas Familie und auch ein ehemaliger hochangesehener Herrscher seines Clans begraben. Die alte Tradition verlangt es, dass außer der Zustimmung der Geister auch der Segen der verehrungswürdigen Verstorbenen gegeben wird. Es sind viele Jahre der Freundschaft, die Tanimura und Uetaka verbinden. Die offizielle Verbrüderung hat für die beiden Männer einen hohen Wert. Verehrter Boss der Kudokai, Hideo Mitsushita, ich habe gestern mit Kenichi Uetaka Blutsbruderschaft geschlossen. Mein Bruder Uetaka wird sein Leben als Yakuza fortsetzen. Und ich werde mein Leben als normaler Bürger weiterführen. Um Ihnen dies mitzuteilen, bin ich heute zu Ihnen gekommen. Tetsu Tanimura steht von nun an unter dem besonderen Schutz der Yakuza. Der Ahnenkult ist eine der Säulen der japanischen Gesellschaft. Opfergaben der Lebenden an die verstorbenen Vorfahren gehören dazu. Und so verneigt sich Uetaka vor dem Grab seines Lieblingsonkels. Die Zigarette soll dem Verstorbenen das Jenseits versüßen.
Der Tod hat eine große Bedeutung, vor allem wenn man ein Yakuza ist. Der Grabstein für Uetaka ist bereits aufgestellt, nur sein Name ist noch in Rot geschrieben. Der Tod kann jederzeit kommen. Am Tag wirkt Shinjuku friedlich und geschäftig. Alle bereiten sich für die kommende Nacht vor. Noch aber schläft das Rotlichtviertel Kabukicho. Das Geschäft mit der Lust beginnt erst nach Sonnenuntergang. Diese Straßen und Gassen waren für Jiro Nakano lange Zeit sein Zuhause. Er ist ein Ex-Yakuza, ein Aussteiger. Jiro erledigte Schlägerjobs für die Yakuza-Gang Sumiyoshi Kai. Nach 18 Jahren in verschiedenen Gefängnissen lernte er seine Frau kennen, wurde Vater und führt seitdem ein Leben ohne Gewalt. Kabukicho ist einer von Tokios Brennpunkten. Hier befindet sich auch die Stadtverwaltung Tokios. Die mächtigsten Organisationen, die es in Tokio gibt, sind hier versammelt. Mein erster Boss wurde in diesem Café ermordet. Und so wurden die friedlichen Beziehungen zwischen der chinesischen Mafia und uns, den Yakuza, zerstört. Es ging um die Macht im Rotlichtmilieu von Kabukicho. Es gab erbitterte Kämpfe, die schließlich in einem blutigen Krieg zwischen unseren Banden endeten. Ja, mir wurde schon sehr oft eine Knarre an den Kopf gehalten. Oder man bedrohte mich mit dem Messer. Ich wurde auch schon mal entführt. Mein Fahrer kommt gleich, also wartet's doch einfach ab. Der Mann in Weiß ist ein hochrangiger Yakuza. Jiro erkennt dies mit nur einem Blick. Hallo, mein Name ist Jiro Nakano. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, ja, freut mich auch. Eigentlich wollte ich nicht mehr hierher kommen, aber... Hab aber gerade keine Zeit. Die da nerven mich schon wieder. Yakuza wollen sich nichts von kleinen Beamten vorschreiben lassen. Schon gar nicht, wo sie parken sollen. Was? Was denn? Bist du dumm, hä? Ah, ich verstehe schon. Ihr fühlt euch sicher, weil das Fernsehen da ist, hä? Ihr Säcke. Ja, ja, Bußgeld, bla bla. Sie sollen doch nur nicht dort parken. Ich weiß immer, wann ihr kommt. Schleicht ihr nicht so herum, ihr Idioten. Ach, leckt mich doch, ihr Arschlöcher. Das solltet ihr als Letzte von mir hören. Das ist die Welt der Yakuza. Hier haben die Stärkeren das Sagen. Aber auch die japanische Polizei hat ihre Methoden, die Gangster einzuschüchtern. Auch wir Yakuza haben Kinder und Familien. Selbst diese werden wie Mitglieder der kriminellen Banden behandelt. So gesehen haben wir und unsere Familien keinerlei Menschenrechte. Selbst mit den Medien dürften wir nicht einmal darüber sprechen. Jiro ist heute kein Yakuza mehr. Und doch scheint er der Romantisierung seines ehemaligen Gangsterlebens immer noch verfallen zu sein. Er bemüht sich, wie ein Yakuza zu sprechen, zu gehen und wie einer auszusehen. Das eintätowierte Wappen seines Clans brandmarkt ihn für sein ganzes Leben als Yakuza. Genzo Mizuhara ist ein Yakuza-Boss der jungen Generation. Die Tradition der Tätowierkunst
lebt er an seinen Untertanen aus. Die Arbeit am eigenen Körper beginnt mit der Aufnahme im Clan. Bis ins hohe Alter wird an der Perfektionierung der Tätowierung gearbeitet. Je aufwendiger und größer das Kunstwerk, desto vermögender und männlicher erscheint sein Träger in den Augen der Gangsterkollegen. Die schmerzhafte Desinfizierung am Schluss. Keine Schwäche vor seinem Boss zu zeigen, das Gesicht nicht vor Schmerz zu verziehen, das ist das Wichtigste. Misoharas Stärke und Autorität offenbaren sich in der Bloßstellung seiner Untertanen. Nice. Ihre Tätowierungen schweißen diese Männer zu einer Einheit zusammen. Sie vereinen sie in der Tradition der alten japanischen Kunst. Und sie sind stolz darauf. Das hier ist Benkei. Der berühmte Samurai Saito no Musashibu Benkei lebte im 11. Jahrhundert. Er soll seine Fähigkeiten als Kämpfer und seine legendäre Stärke an seinen Träger weitergeben. Jedes Bild ist nicht nur formvollendet, sondern hat auch immer eine besondere Bedeutung. Das ist ein Kappa. Der Dämon Kappa entstammt der shintoistischen Mythologie. Er liebt es zu kämpfen und fordert die Menschen gerne dazu auf. Goldfische oder Koi-Karpfen helfen bei aller Art von Geldgeschäften. Schau mal, hier kackt mein Goldfisch. Siehst du da? Scheiße. Die Motive werden immer vom Tätowiermeister oder vom Boss ausgewählt. Sie sollen ausgleichend zum Charakter des Trägers sein.
Nach dem Yin- und Yang-Prinzip bekommen aggressivere Männer eine Geisha oder einen Buddha. Sanfteren Gemütern sticht man einen blutrünstigen Dämon. An schwer einsehbaren Stellen ist oftmals noch Platz für das eigene Wunschmotiv, auch wenn es aus dem traditionellen Rahmen fällt. Boss Mizuharas Spitzname Mickey Mouse kommt nicht von ungefähr. Zurzeit sind es 22 Yakuza-Klane, die die gesamte Unterwelt Japans unter sich aufgeteilt haben. Manche von ihnen bekriegen sich gegenseitig, andere bilden Koalitionen. Und dabei geht es immer um Macht, Respekt und natürlich um Geld. Viel Geld. Die Wertlosigkeit der kriminellen Männer drückt sich schon durch ihren Namen aus. Der Begriff Yakuza steht für die Zahlen 8, 9 und 3. Eine Zahlenkombination, die in einem berühmten japanischen Kartenspiel als völlig wertlos gilt. Die Yakuza nehmen schon seit Jahrhunderten die wertlosen und gescheiterten Existenzen der japanischen Gesellschaft bei sich auf. Sie entstanden während der Edo-Periode im 17. Jahrhundert. Zu dieser Zeit wurden mehrere hunderttausend Samurai-Söldner arbeitslos. Viele von ihnen haben sich niedergelassen, andere begannen mit Raubzügen und Plünderungen. Die ehrenvollsten Samurai versammelten sich, um Dörfer und Städte vor diesen Räubern zu beschützen. Die Yakuza sehen sich heute als Nachfahren dieser verehrten Samurai. Und sie nehmen den Bodensatz der japanischen Gesellschaft bei sich auf. Tea Time beim Paten. Die Uetakas sind seit fast 20 Jahren ein glückliches Ehepaar. Michiko ist seine First Lady. Das Leben als Frau eines Yakuza-Bosses war nicht immer einfach. Meine Eltern haben mich fast 7 Jahre lang verstoßen. Die Verwandten, die Eltern und auch meine Geschwister sind alle Ärzte. Sie waren schockiert und haben nur tief geseufzt. Doch Michiko hielt unbeirrt an ihrer Liebe fest. Ich verbrachte meine Kindheit in einer Hafenstadt und habe dort sehr viele tätowierte Hafenarbeiter gesehen. Deshalb war ich auch schon von klein auf an Tätowierungen gewöhnt und hatte keinerlei Probleme damit. Ich finde, dass mein Mann ein ganz normaler Mann ist. Meine Eltern haben erst dann wieder mit mir Kontakt aufgenommen, als mein Ziehgroßvater gestorben war. Ich wollte zu seinem Begräbnis kommen. Ich habe sie dann gefragt, ob ich wieder zu Hause willkommen sei. Sie sagten mir dann glücklicherweise, ich dürfe wieder nach Hause kommen. Mir war schon bewusst, dass er ein Yakuza ist. Und trotzdem war ich mit ihm zusammen. Ich konnte ihn mir überhaupt nicht als einen Yakuza vorstellen. Seitdem wir uns kennen, hatte er mich auch niemals angeschrien oder ist laut geworden. Das hat er nie getan. Ich mag die Bezeichnung Yakuza eigentlich nicht. Ich finde Gokudo besser. Gokudo bedeutet, dass man seinen eigenen Weg bis ins Innerste erforscht. Ich meine, ich erforsche meinen Lebensweg ja auch, auch wenn ich kein Gokudo bin. Das bedeutet, dass auch ich meinen eigenen Weg finden muss. Mein Mann kann ja nicht noch weiter aufsteigen. Er ist ja schon der Boss. Deshalb wäre für mich sehr wichtig, wie und wann er vorhat, sich endlich zur Ruhe zu setzen. Er ist ja auch schon weit über 60. Und jetzt könnte er doch der jüngeren Generation das Ruder überlassen. Ich weiß nicht, ob die Yakuza allgemein wichtig für die Gesellschaft sind, aber bezogen auf meinen Mann
glaube ich schon, dass solche Leute wie er absolut wichtig sind. Wenn die alten Yakuza-Väter gehen, stehen die Söhne schon bereit. Masayuki Hirano gehört zur jungen Generation der Yakuza. Es ist sein Job und sein Leben. Ich denke schon, dass ich zufrieden bin. Ich folge meinem Boss ja, weil ich es will. Ich wusste von klein auf nur ungefähr, was ein Yakuza ist. Unter Boss Uetaka lernte ich jede Menge und wurde dadurch erwachsen. Ich erlangte Kenntnisse und machte Erfahrungen, die man im normalen Leben nicht machen könnte. Die Etikette zählt natürlich genauso dazu wie Ordnung, Disziplin, Sauberkeit, Verlässlichkeit und auch andere Dinge. Ein Angestellter muss meist nur eine Sache beherrschen. Aber wir müssen alles Mögliche können. Und das hat mich auch als Menschen viel weitergebracht. Ich habe schon den Wunsch, irgendwann einmal ganz oben an der Spitze dieses Yakuza-Clans zu stehen. Die Pläne des jungen Mannes lassen nicht viel Zeit für ein Privatleben. Sollte ich mal Zeit haben, dann treffe ich meine Freundin. Aber ich habe ihr von Anfang an gesagt, dass ich sehr oft weder Zeit noch Muße haben werde, sie ständig zu sehen. Und wenn sie mich dann immer noch will, könnten wir auch ein Paar werden. Ich habe so meine Sorgen. In dieser Welt befolgen wir die Befehle der Bosse. Und wenn die Anordnung lautet, wir sollen zu bestimmten Orten gehen, dann tun wir das auch. Und wenn ich dann an meine Familie denke, macht mir das schon zu schaffen. Ich frage mich, ob ich sie unglücklich machen werde. Familie und Gangsterleben. Zwei Welten, die nur schwer miteinander zu vereinbaren sind. Shoko Tendo wurde in die Welt der Yakuza hineingeboren. Mein Vater war der Boss eines großen Yakuza-Clans. Die Mitglieder seiner Organisation liebten mich alle sehr. Aber in der Schule wurde ich ständig gehänselt, weil ich die Tochter eines Yakuza war. Deshalb hatte ich auch keine Freunde und war immer allein. Mein Vater wurde damals schwer krank und musste seine Organisation schließlich auflösen. Ein Yakuza, bei dem wir uns Geld geliehen hatten, fand mich sehr attraktiv und meinte, er würde uns die Schulden erlassen, wenn ich mit ihm ausgehen würde. Ich hatte keine andere Wahl, weil ich nicht länger mit ansehen konnte, wie meine Eltern darunter gelitten haben, weil sie die Schulden nicht zurückzahlen konnten. Viel zu spät bemerkte ich, dass er drogenabhängig war. Ich war gefangen. Jeder Tag meines Lebens verlief damals wie der andere. Wir spritzten uns gegenseitig Heroin und hatten anschließend Sex. Heroin, Sex, Heroin, Sex. Wir zogen von Liebeshotel zu Liebeshotel. Und wenn ihm irgendetwas nicht gefiel, schlug er mich zusammen. Und so lebte ich 3 Jahre, bis ich 19 wurde. Shoko Tendo wurde Schriftstellerin. Ihr autobiografischer Roman Yakuza Moon wurde in Japan ein Bestseller. Aus den dramatischen Erlebnissen ihrer Jugend hat Shoko Tendo Konsequenzen für ihr Leben gezogen. Mit den Yakuza von früher habe ich heute nichts mehr zu tun. Aber ich habe immer noch viele Freunde, die Yakuza sind. Und wenn wir uns mal wieder treffen oder essen gehen, dann sprechen wir über ganz alltägliche Dinge. Und am Ende reden wir doch wieder über die Yakuza. In solchen Momenten kommen meine schlimmen Erfahrungen von damals immer wieder hoch. Es sind Erinnerungen an eine Zeit, in der mir sehr viel Gewalt und Leid angetan wurde. Ein altes japanisches Sprichwort besagt, wenn du nur weit weg vom Teufel bleibst, kann er dir nichts anhaben. Und so will sich auch die japanische Gesellschaft immer mehr von ihren Kriminellen distanzieren. Im Herbst seines Yakuza-Lebens beansprucht auch Kenichi Uetaka sein Recht auf Gemütlichkeit ohne die Belästigungen durch die Polizei. Heute bleibt sein 600er Mercedes in der Garage. Mit einem kleineren, weniger standesgemäßen Auto geht es heute aufs Land zu einem alten Freund. Ich gefalle diesem seltsamen Restaurantbesitzer, zu dem ich jetzt fahre, sehr.
Und wenn ich längere Zeit nicht bei ihm vorbeischaue, ruft er bei mir zu Hause an und fragt, wie es mir geht. Wenn er mich anruft, fahre ich zu ihm. Aber er weiß eben nicht, was ich mache oder wer ich eigentlich bin. Er denkt, dass ich irgendetwas mit Ackerbau oder so zu tun habe. Und ich komme sonst auch immer in einfachen Klamotten zu ihm. Wir reden dann meist über die Landwirtschaft oder quatschen einfach nur so. Ich höre mir dann die Geschichten von seinem früheren Aufenthalt in Amerika an. Aber größtenteils reden wir über die Feldarbeit. Und weil ich sonst immer eine Mütze trage, weiß er auch gar nicht, wie ich ohne aussehe. Wenn ich jetzt so zu ihm komme, kann es gut sein, dass er mich danach gar nicht mehr anruft und Angst vor mir hat. Dabei sind wir doch eigentlich schon richtige Freunde. Das Streben nach Perfektion ist in der japanischen Mentalität tief verankert. Alles, was dieses Muster durchbricht, führt zum Gesichtsverlust des Kollektivs und somit jedes Einzelnen. Die Lösung für dieses Problem scheint einfach. Man verschweigt die Existenz des Schandflecks namens Yakuza. Japan geht sehr eigen mit seinen Problemen um. Diese werden versteckt, nicht öffentlich gemacht, in den eigenen vier Wänden belassen. Manche Menschen um Oyabun Uetaka brachen die Freundschaft zu ihm ab, sobald er seine wahre Identität preisgab. Viele blieben ihm jedoch treu, obwohl er ein Krimineller ist. Auch das ist möglich in Japan. Auf der einen Seite stehen jahrhundertealte Rituale, eine Welt voller Gewalt und Tod. Auf der anderen die Pflichten als Familienvater und Clan-Oberhaupt. Mittlerweile fühlt sich Boss Uetaka wie ein alter Mann. Ihm folgt bald eine neue Generation junger und moderner Yakuza. Der Freund und Restaurantbesitzer bewirtet heute die Gangster. Am Tisch werden gewichtige Diskussionen geführt. Mir wäre es schon wichtig, dass einmal öffentlich wird, wie der Polizeistaat Japan wirklich ist. Es kommt darauf an, wie sich die Polizei entwickeln wird. Danach legen auch wir unseren Kurs fest. Vordergründig beschützt die Polizei jeden Bürger. Aber alles, was in den dunklen Gassen und im Schatten passiert, steht nicht mehr unter dem Schutz der Polizei. Außerdem handelt die Polizei nicht, solange noch nichts passiert ist. Wir Yakuza hingegen schon. Die Werte der alten Schule versucht Oyabun Uetaka an seinen Kobun Hirano weiterzugeben. Die Leute in den Organisationen sind wie eine Familie. Wir haben zwar keine Blutsverwandtschaft, aber Hirano ist schon wie ein Sohn für mich. Da er in dieser Gesellschaft lebt, gibt es jede Menge Wege, die er einschlagen kann. Aber ich würde mir schon wünschen, dass er den richtigen und ernsthaften Weg beschreitet. Auf diesem Weg muss man seinem Boss in jeder Lebenssituation behilflich sein. Hochrangige Yakuza wie Uetaka wissen die angenehmen Seiten des Lebens zu schätzen. Ein gutes Mahl gehört selbstverständlich dazu. Jetzt will er sich noch einmal der Sympathie des Kochs vergewissern. Chef, haben Sie kurz Zeit? Ha? Haben Sie kurz Zeit? Nein, habe ich nicht. Sie müssten uns nur schnell was beantworten. Das heutige Essen hat wieder sehr gut geschmeckt. Ach, das habe ich doch nur mal schnell in ein, zwei Stunden gemacht.
Ach, Sie haben's echt drauf. Der Freund wirkt entspannt und fröhlich. Alles scheint wie immer zu sein. Ob dies nur gute Miene zum bösen Spiel war, wird sich zeigen. Als Yakuza kennt man solche Situationen. Manche Freundschaften kommen und gehen. Uetaka wird auf die nächste Einladung des Restaurantbesitzers warten. Der Geist des Karate und die Traditionen der Yakuza. Urjapanisch, streng und gefährlich. Der ehemalige Polizist Ken Kitashiba leitet ein eigenes Karate-Dojo. Beruflich verschrieb er sich dem Kampf gegen die Yakuza. Nach seinem Leben als Polizist wurde er Kriminologe. Nachdem ich Polizist wurde, hat sich meine Sichtweise über die Yakuza immer mehr geändert. Eben weil ich sie wegen meinem Beruf noch tiefer studieren konnte. Ich kam letztlich zu dem Schluss, dass die Yakuza eine Gruppierung ist, die von der gesamten japanischen Gesellschaft, ihren Genen, ihrer Umwelt und dem wechselhaften Verlauf ihrer langen Geschichte hervorgebracht wurde. Wenn man die Yakuza auf ganz Japan bezogen betrachtet, gab es sie und ihren Ehrenkodex geschichtlich und gesellschaftlich schon seit der Edo-Zeit im 17. Jahrhundert. Oder sogar noch früher. Die Polizei und einige Regierungsvertreter versuchten in jüngster Zeit ein Gesetz zu erlassen, das die Yakuza nicht zu einer Mafia wie im Westen werden lässt, sondern dass sie einerseits bestehen bleibt, während sie andererseits langsam, aber sicher geschwächt werden soll. Das sogenannte Gesetz zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens. Jahrhundertelang tolerierte man die Gangster aus der Nachbarschaft. Man machte sogar gern mit ihnen Geschäfte und überließ ihnen die unangenehmen Aufgaben, wie die Müllabfuhr, den Wachschutz oder die Vergabe von Krediten. Erst als man bemerkte, dass die kriminelle Schattenseite der Gesellschaft sich bis auf die politischen Ebenen hochgearbeitet hatte, wurden strengere Restriktionen beschlossen. Und als schließlich fast in jedem politischen Ausschuss Strohmänner der Yakuza saßen, konnte die japanische Regierung nicht mehr die Augen verschließen. Der japanische Staat zwang durch neue Gesetze die quasi legale kriminelle Organisation zurück in den Untergrund. Und somit trägt er dazu bei, dass die Yakuza ihre Strukturen und Geschäftspraktiken so ändern muss, dass es bald keinen Unterschied zur Mafia im Westen mehr geben wird. Mitten in der 3-Millionen-Stadt Osaka ist das Hauptquartier der Azuma Gumi. Dieser Yakuza-Clan gilt als einer der gewalttätigsten in Japan. Das Machtzentrum wird rund um die Uhr von den Gangstern bewacht. Die mächtigsten Oberhäupter des Clans geben bereitwillig Auskunft über ihre Methoden und Taktiken. Und dabei zeigen sie sich von ihrer besten Seite. Sie sind höflich und gastfreundlich. Die Etikette wird auch von diesen Gangstern immer gewahrt. Für ihre Mitglieder veröffentlicht die Azuma Gumi regelmäßig eine eigene Fanzeitschrift, die überall erhältlich ist. Es gibt keinerlei Entlohnung für das Arbeiten hier. Wenn jemand bei uns beitreten möchte, weil er uns bewundert, so sagen wir, bitte sehr. Das ist unsere Haltung. Es gibt auch Eltern, die ihre Kinder nicht unter Kontrolle haben und sie bei uns abliefern, damit sie in einem strengen Umfeld erzogen werden. Jemanden zu einem aufrichtigen Menschen zu erziehen, ist meiner Meinung nach sehr schwierig.
Hier gibt es wenigstens einen Hoffnungsschimmer. Wir Yakuza haben einen sehr humanen Teil in uns. Wir lehren die jungen Menschen, diesen Teil auch bei sich zu erkennen. Und dass wenigstens dieser menschliche Teil auch erhalten bleibt, liegt den Eltern dieser Jugendlichen, glaube ich, sehr am Herzen. Sie betrachten sich als Retter der verlorenen Seelen. Es ist leicht, in Japan verloren zu gehen und seinen rechten Weg nicht zu finden. Dem allgemeinen Arbeitsdruck können nicht alle standhalten. Viele scheitern. Und bei der Yakuza kann man unter bestimmten Voraussetzungen immer Karriere machen. Bei einer Firma ist es ja auch so, dass man von jedem einzelnen Neuling etwas anderes erwartet. Deswegen ist es bei uns auch so, dass wir nicht allgemein dies oder das erwarten, sondern dass jeder durch seine eigenen Fähigkeiten, ob wirtschaftlich, im Kampf oder im Denken, der Organisation dient. Grundlegend verehren die Leute doch überall ihren Boss. Verehren und bewundern sind zwei ganz verschiedene Dinge. Der Berg Fuji ist der schönste Vulkan in Japan. Egal, wer ihn betrachtet, empfinde das Gleiche. Aber was würden Sie empfinden, wenn Sie im Inneren dieses Vulkans wären? Jeder, der uns bewundert und der bei uns eintritt, ist zuerst einmal entsetzt. Auch bei uns ist es dreckig und es stinkt. Es ist genauso wie im Vulkan Fuji. Wenn Sie unser Leben aber trotzdem von Herzen verehren, macht Ihnen das nichts mehr aus. Und genau darin liegt auch unser Ursprung. Deswegen gibt es unsere Organisation mit nicht mal mehr als 200 Leuten immer noch. Auch wenn wir immer wieder Kriege gegen viel größere Organisationen führen müssen. Kalligrafie ist Oyabun Kawaguchis Passion. Er erlernte diese Kunst bei einem seiner vielen Gefängnisaufenthalte. Um die Feder akkurat zu führen, muss man eine ruhige Hand und einen klaren Kopf besitzen. Diese Qualitäten braucht auch ein starker Yakuza-Boss. Heute beherrscht er die Federführung auf dem Papier und in seinem Clan perfekt. Das Hauptmotiv seiner Yakuza-Tätowierung deutet auf seine Stärke und Ausgeglichenheit hin. Die griechische Göttin Medusa. Der Tradition nach das Gegenteil von Kawaguchis Charakter. Zornig, böse und impulsiv. Diese Männer haben heute Dienst und helfen uns. Das da ist unser Name, unser sogenanntes Wappen, das Daimon. Eigentlich ist das ja nur Kleidung, aber heutzutage ist sogar das Tragen dieser Uniformen in der Öffentlichkeit verboten. Die militärische Hierarchie der Yakuza-Klane gleicht den strengen Regeln der Samurai. Im Gegensatz zu den antiken Kriegern müssen bei den Yakuza nur die niederen Ränge Uniform tragen. Die Freiheit, seine Kleidung selbst aussuchen zu dürfen, muss man sich allerdings erst verdienen. Hier, diese Überwachungskameras sind dazu da, schnellstmöglich feststellen zu können, wer unser Besucher ist oder ob die Polizei kommt. Unsere Fenster sind alle kugelsicher. Eigentlich ist der Platz dort zum Ausruhen gedacht, aber wir haben nicht viel Zeit, um Pausen zu machen, da wir eigentlich immer arbeiten. Das Mahjong-Spiel soll die Kommunikation fördern. Das Andenken an die Helden der Vergangenheit zählt genauso zum Alltag der japanischen Kriminellen
wie Reichtum und Prunk im Büro des Oyabun. Eine wirkungsvolle Machtdemonstration. Viele junge Yakuza streben danach, einmal hinter so einem Tisch Platz nehmen zu dürfen. Es scheint, als ob in dieser Welt alles möglich ist. Aber nur den wenigsten dürfte dieser Aufstieg gelingen. Obwohl sich diese Männer auf der untersten Stufe der Gesellschaft befinden und zu den Wertlosen zählen, zeigen sie ihre Macht durch Statussymbole. Die traditionellen Werte scheinen im Clan der Azumagumi weniger wichtig zu sein. Hier schämt sich niemand, ein Yakuza-Leben zu führen. Die Männer fühlen sich sicher. Noch ist es ihre Stadt und ihre Welt. Und so soll es ihrer Meinung nach auch bleiben. Und das ist die Welt, die das sorgenfreie Leben der Männer der Azumagumi ermöglicht. Das Rotlichtviertel von Osaka. Hier wird jedes Geschäft von der Yakuza geführt und kontrolliert. Für Sex, Porno, Erotik und Prostitution werden Milliarden ausgegeben. Und immer kassieren die Yakuza-Banden im Hintergrund mit. Ein lukrativer Markt, für den die freundlichen Herren der Azumagumi schon oft brutale Bandenkriege führen mussten. Dabei konnten sie auch die größte Yakuza-Vereinigung Japans aus dem Distrikt vertreiben. Die Yamaguchi-Gumi musste sich ergeben und aus Osakas Rotlichtviertel verschwinden. Sie sind der größte und bekannteste Clan der Yakuza. Sie gelten als besonders brutal und mit ihren 56.000 Mitgliedern beinahe unantastbar. Und um diesen zweifelhaften Erfolg zu verteidigen, benötigen sie einen guten Rechtsbeistand. Yukio Yamanuchi ist Rechtsanwalt und Strafverteidiger. In seiner Mandantenliste stehen viele Namen der Yamaguchi-Gumi. Und wie einem Beichtvater erzählen ihm seine Mandanten ungehemmt ihre Lebensgeschichten. Er kennt sich aus mit den Yakuza und ihrem wahren Leben. Wenn jemand nicht in der Gesellschaft leben will, sondern in der Yakuza-Welt, kann das natürlich an einem Mangel an Harmonie mit der Gesellschaft liegen. Das sind oft Menschen mit dem Hang, anders zu sein. Menschen, die nur dann ein Gefühl der Zufriedenheit erlangen, wenn sie Yakuza werden. Die Yakuza sind in allen möglichen Branchen, wie dem Restaurant- und Rotlichtgewerbe, dem Baugewerbe oder auch der Erschließung von Land tätig. Wenn dort nicht genug Geld verdient wird, bleibt diesen Gesetzlosen zum Überleben nur noch der Drogenhandel. Aber ganz Japan verabscheut Drogen. Und auch die Yakuza haben genug Selbstbeherrschung, um dem zu widerstehen. Denn niemand von ihnen will als Drogenhändler enden. Im Endeffekt zeichnen sich die kriminellen Banden durch ihre Fähigkeit aus, anderen Gewalt anzudrohen oder ihnen Gewalt anzutun. Die tiefen Einblicke in eine auch für die meisten Japaner verschlossene Gesellschaft inspirieren Yukio Yamanuchi zum Schreiben von Romanen. Mehrere davon wurden erfolgreich verfilmt und haben dabei nicht nur in Japan Kultstatus erlangt. In diesem Film erzähle ich zum Beispiel die Geschichte von einem Mann, der sich überhaupt nicht in die Gesellschaft einfügen kann. Und gerade als zwischen den beiden Hauptprotagonisten die Liebe erblüht, bekommt er plötzlich Angst, sich auf diese Liebe einzulassen. Dann begeht er einen unnötigen Mord und muss wieder ins Gefängnis. Es ist eine sehr traurige und einsame Geschichte.
Meine Werke haben alle ein trauriges Ende. Es gibt nie ein Happy End. お姉ちゃん、おい、お姉ちゃん、早く警察に電話してくれや。 Der schwierigste Auftrag, den ein Yakuza in seinem Gangsterleben ausführen muss, ist der Mord. Es ist der Job, den wirklich keiner machen will, da man jemanden töten muss, den man nicht kennt und gegenüber dem man weder persönlichen Hass noch Groll hegt. Ein Grund, warum es manche der Clanmitglieder dennoch tun, liegt darin, dass sie in der normalen Gesellschaft keinen Nutzen haben und in der Welt der Yakuza auch nutzlos sind. Das ist dann die letzte Möglichkeit für diese gescheiterten Existenzen, den Kameraden ihren starken Willen zu beweisen und dass sie zu so etwas fähig sind. Sie opfern sich und werfen ihr Leben einfach so weg, nur um ihren Stolz und ihren Starrsinn zu wahren. Anwalt Yamanouchi gefällt sich sehr in der Rolle des Yakuza-Freundes. Und so spielt er gerne selbst den Anwalt in den Filmen. Auch wenn die Spielfilme reine Fiktion sind, so kommen sie dem wahren Leben manchmal erschreckend nahe. Fast 40 Jahre, mehr als ein halbes Menschenleben, verbrachte Suzume Kisaki in Gefängniszellen. Ich habe jede Menge Frauen, aber wenn ich morgens aufstehe, sehe ich als allererstes immer meine Hunde. Ich schlafe zusammen mit meinen Hunden. Auch bei meinen Fischen habe ich nur welche aus der Königsklasse, die stark sind. Auch bei meinen Hunden. Wie heißen die doch gleich? Die sind die stärksten Hunde der Welt. American Pitbulls. Genau, American Pitbulls. Mit denen schlafe ich zusammen. Den Daumen habe ich verloren, als mich ein Schwerthieb getroffen hat. Hier am Arm hatte ich eine große Wunde. Überall hatte ich Wunden. Ich habe dann meine Knarre genommen und habe dem anderen in den Hals geschossen. Dafür wurde ich dann schließlich wegen Mordes angeklagt. Die Hand habe ich mir noch selbst verbunden und bin dann zum Krankenhaus gefahren. Von dort wurde ich direkt zur Polizei gebracht.
Dafür habe ich letztlich 8 Jahre Haft bekommen. Es wurden auch noch andere Straftaten angerechnet. Mord, versuchter Mord, unerlaubtes Tragen von Schusswaffen, das alles summierte sich dann noch weiter. Insgesamt waren es 37 Jahre Haft. Ja, 37 Jahre. Die größte jemals gezahlte Kaution zu meiner Freilassung kam sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Heute bin ich ein rechtschaffener, ganz normaler Bürger. Ein Katagi. Ich umgebe mich nur noch mit Menschen, denen ich blind vertrauen kann, die mich niemals betrügen würden. Als ich noch ein Yakuza war, hatte ich in meinem Clan Mitglieder, die mich hintergingen. Damals habe ich einfach alle unter meine Fittiche genommen, die zu mir kamen. Ich hatte schon immer ein sehr großes Herz. Und genau von diesen Leuten wurde ich reingelegt und verraten. Aber trotz allem fand ich mein damaliges Yakuza-Leben schön. Yuko, komm, ja. Komm hierher. Zeig mal deine Tattoos. Ja. Los, zieh dich aus. Jawohl. Yuko wurde von Kisaki in seine Gruppe herrenloser Ex-Yakuza aufgenommen. Sie ist Amateurboxerin und arbeitet jetzt als Kisakis Bodyguard. In der vergangenen Nacht schlug sie allein 5 Männer in die Flucht. Ich trainiere täglich und das sehr diszipliniert. Für meinen Job ist das wichtig. Boxen ist schon ein sehr harter Sport. Man braucht sehr viel Konzentration. Ein weiblicher Bodyguard gefällt dem Boss. Und er stellt sie gerne zur Schau. Sie ist eine Yakuza-Frau, aber wir behandeln sie immer als Mann. Viele meiner Leute nehmen mich nicht ernst, hintergehen mich. Andere kommen zu spät. Zu meiner Zeit hatte man Respekt und man musste pünktlich sein. Ich habe es euch doch so beigebracht, oder? Und trotzdem kommen so viele von euch ganz seelenruhig immer wieder zu spät. Woran liegt das? Erklär mir das mal. Liegt das vielleicht an meinen Lehrmethoden oder liegt das an euch? Das liegt daran, dass wir zu nachsichtig mit uns selbst sind. Aha, weil wir zu nachsichtig mit uns selbst sind. Anscheinend liegt es also doch nicht an mir und meinen Lehrmethoden. Weil jeder bei mir willkommen ist und ich alle gleich behandle, werde ich selbst, wenn sie etwas Falsches getan haben, immer wieder aufs Neue betrogen und hintergangen. Naja, wenn es dann Probleme gibt, bin nicht ich derjenige, der dafür leiden wird, sondern ihr. Kisakis Büro ist voller Erinnerungen an die alten Zeiten. Er bereut seine Vergangenheit nicht. Auch sein Freund Takumi ist ein Ex-Yakuza. Sein Körper wurde auch mit prachtvollen Tätowierungen verschönt. Und mit der Mystik der Symbole kennt er sich bestens aus. Wenn der Koi seine nächste Lebensstufe erreicht, wird er zu einem Drachen. Der Drache ist an dieser Stelle kaum interessant, weil ich ihn bei mir so gestochen habe, dass es aussieht, als ob ein Koi gerade erst dabei ist, sich zu einem Drachen zu entwickeln. Aber tatsächlich sollte das Motiv hier anders sein. Zum Beispiel hat der Drache hier noch keine Krallen und ein Kamel ist mit eintätowiert. Da ich es selber mache, sieht es auch nicht so perfekt aus. Sorry. Ich bin wirklich sehr stolz auf mein bisheriges Leben, da ich, auch wenn ich alleine war, ein Kavalier-Yakuza geblieben bin. Die normalen Bürger erkennen mich immer noch nicht als einen von ihnen an. Glücklicherweise stehe ich heute auf eigenen Füßen. In meiner Umgebung kommen oft sehr viele Menschen zusammen. Und es ist mir egal, ob es irgendwelche Gangster oder Schläger sind. Es entzückt mich einfach. Und wenn ich dann mit meinen Freunden einen trinken gehe,
bleiben trotzdem einige von ihnen draußen vor der Tür. Obwohl ich doch so gerne mit allen gemeinsam ins Lokal gehen würde. Kisaki verbringt immer noch seine Abende im Stil eines sehr erfolgreichen Yakuza-Bosses. Sein ganzes Leben scheint sich nach dem Yakuza-Kodex zu richten. Dennoch können auch die Geishas, die nur für ihn tanzen, seine Einsamkeit nicht vertreiben. Hier kennt man Oyabun Oetaka im Rotlichtviertel von Kitakyushu. Jeder ist dem alten und freundlichen Yakuza-Paten gern behilflich. Obwohl jeder hier weiß, mit wem er es zu tun hat. Oder vielleicht gerade deshalb. Zum Wochenende, am Abend, will auch Kenichi Uetaka in Ruhe ausspannen. Inmitten unzähliger kleiner Cocktailbars führt auch seine Frau ihr eigenes Etablissement. Die Animiermädchen wissen, was sie zu tun haben. Gute Stimmung und volle Gläser. Das ist das Rezept für den perfekten Feierabend für einen Oyabun im Kreise seiner Familie. Für japanische Verhältnisse wird ausgelassen gefeiert, denn man weiß ja nicht wirklich, was der nächste Tag bringen wird. Selbst Ehefrau Michiko singt Karaoke. Alle scheinen glücklich und zufrieden zu sein. Das Verhältnis ist herzlich. Die alte Yakuza-Generation genießt noch immer Respekt bei vielen Japanern. Und dass sie ihrem Volk tatsächlich hilft, wurde bei der Katastrophe von Fukushima deutlich, als viele Yakuza-Klane den Opfern Hilfsgüter spendeten. Yasete yatsureta omae no kata o murasu.
Die nächste Generation der Yakuza steht schon bereit. Ob sie den traditionellen Yakuza-Kodex mit all seinen Regeln fortführen kann, liegt nicht allein in ihrer Hand. Aber auf jeden Fall muss sie sich der Welt des 21. Jahrhunderts anpassen. Doch noch ist Oyabun Uetaka der unantastbare Yakuza-Boss. Und solange er das ist, wird er auf die Einhaltung der Traditionen achten und seine Geschäfte weiterführen. Als Gangster und Wohltäter. Da-d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 a